Hallo lieber Widder und willkommen zu deiner Tarotlegung für die zweite Monatshälfte im September. Und diese Tarotbotschaft, die ist demnach für den Zeitraum vom 16. bis 31.09.2023. Ich bin Daniela und wie immer ist es hier eine allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe, die auch nicht für jeden passt. Und wie immer darfst du dich von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest, den lass beiseite. Und ich habe hier den Heiligen Geist gezogen und er sagt, erwarte Wunder. Er sagt, erinnere dich daran, dass nur die Liebe real ist und dass Wunder etwas sind, was natürlich auftritt und dass das Universum dir den Rücken stärkt. Und er hat hier den Heiligen Gral mit der Taube, also auch ein Symbol von Hoffnung, von guter Energie, von Fruchtbarkeitsenergie. Also das hier ist so ein bisschen auch das Ass der Kelche, was hier drin enthalten ist, was ja eine große Glückskarte ist. Von dem her darfst du Wunder erwarten und wenn wir auf dem richtigen Weg sind, dann ist es tatsächlich so, dass Wunder natürlich auftreten. Und ich habe hier die Kamille und da geht es um die Ruhe. Ja, das ist manchmal so, dass wir im Alltag sehr, sehr aufgewühlt sind und immer wieder in uns, in diese Ruhe und in diesen inneren Einklang, in diese innere Einkehr zurückkehren müssen. Wir schauen weiter für dich in die Tarotkarten. Ich ziehe wieder drei Karten. Die erste ist eine Aufgabe oder Herausforderung. Die zweite der Rat der geistigen Welt. Und die dritte ein mögliches Ergebnis, das mit deinem Denken, Fühlen und Handeln zusammenhängt. Ich habe hier den Botschafter der Luft. Die drei der Erde und die acht der Erde. Hier ist sehr viel Luftenergie bei dir. Und die Luftenergie ist das, was beruhigt werden muss. Denn im Luftelement finden wir immer unsere Gedanken. Und der Botschafter der Luft, der steht immer für schnelle Gedanken. Der steht für Gedankenschleifen. Ja, dafür einfach, dass unsere Gedanken möglicherweise um ein Thema kreisen, dass wir ja, uns eben auch in den Gedanken verlieren und ich sehe, dass hier etwas in dir arbeitet, ja, und das ist einfach etwas, das ist auch wichtig für dich, ja, diese Gedanken sind wichtig, aber es ist genauso wichtig, dass du immer mal wieder einen Schritt zurücknimmst und aus diesem Denken rausgehst, deine Gedanken zur Ruhe kommen lässt und mit den Impulsen, die dann in dir aufsteigen, diese Gedanken weiterspinnst. Das ist dieser Arbeitsprozess, der hier liegt. Und wir schauen hier einfach gleich nochmal tiefer rein. Ich habe hier die 9 der Stäbe. Und die bestätigt das, was ich eben nochmal gesagt habe. Ja, dass einfach du aus diesen schnellen Gedanken immer wieder rausgehen musst und dann kommen hier diese kreativen Impulse zu dir, die einfach sehr, sehr segensreich sind. Ja, die 9 ist eine sehr positive Zahl für Inspiration und für kreative Impulse. Und diese Impulse, die kommen nicht zu dir, indem du denkst und denkst und denkst und denkst und denkst, indem ein Gedanke den anderen jagt. Ja, du musst immer wieder rausgehen in die Ruhe und dich quasi in dir besinnen, damit diese Impulse, die dich weiterführen, zu dir kommen können. Ja, der Rat der geistigen Welt ist, also die geistige Welt sagt, es ist tatsächlich etwas, was in dir arbeitet, was auf allen Ebenen auch betrachtet werden muss und es geht darum, dass du deinen blinden Fleck entdeckst. Es gibt in dieser Situation etwas, was du nicht siehst. Und das wirst du weder mit deinen physischen Augen noch mit ständigem Grübeln klären können. Ja, die Klarheit, die kommt aus dem Inneren, aus den inneren Impulsen. Und lass hier nicht zu, dass die Gedanken dich quälen, beziehungsweise dass dein Denken dich unfrei macht. Weil das Denken ist nicht der Weg zur Lösung. Ja, wir haben diesen
diesen, im Englischen nennt man das Mind, Mind. Wir haben im Deutschen kein wirkliches Wort, um das zu übersetzen, aber das ist so eine Mischung aus Gedächtnis und Verstand und dieser Instanz in uns, die eben denkt und die dieses Denken auch produziert. Und es ist gut, dass wir diesen Mind haben, diesen Verstand haben, diese Fähigkeit haben, Dinge zu durchdenken. Aber das bringt uns eben auch sehr oft nicht die Lösung, weil in der Ruhe liegt die Kraft und in der Ruhe liegt die Klarheit. Und die führt uns einen anderen Weg, als dass das schnelle Denken machen kann. Und auch bei dir liegt hier der Magier. Für dich ist Erdung ganz wichtig in der zweiten Monatshälfte. Erdung, immer wieder in die Stille der Gedanken zurückkommen, dort hineinfinden. Und ich sehe, dass in dem Moment, wo dein Geist ruhig ist, die Lösungen auf dich herabregnen, wie diese Federn, die wir hier auf der Karte der Acht der Luft sehen. Und das ist doch eigentlich eine ganz schöne Sache, so dieses Wissen, dass die richtigen Lösungen dir zufliegen. Und das Einzige, was du dafür zu tun hast, ist wirklich, dass du zur Ruhe kommst, diesen Raum der Leere und der Stille entstehen lässt und das siehst, was gesehen werden will. Und ich habe hier Gopinath und Radha, die Atemschaukel. Ich folge dem Rhythmus meines Atems. Und du kannst natürlich auch eine Atemmeditation machen. Der Atem ist ein sehr positiver Weg, den Geist zur Ruhe zu kommen, zur Ruhe kommen zu lassen und ja, dich auf das Innere zu besinnen, diesen Raum der Leere in dir entstehen zu lassen. Und dann, wie gesagt, regnen die Lösungsansätze. Und die Möglichkeiten, das, was dir hilft, das regnet wie diese Federn auf dich herab. Ja, lieber Widder, das sind deine Karten für die zweite Monatshälfte im September. Ich hoffe, die Karten waren dir hilfreich und konnten dich ein wenig inspirieren. Wenn dir die Legung gefallen hat, dann gib dem Video ein Like und wenn du möchtest, hinterlass mir einen Kommentar. Darüber freue ich mich von Herzen. Alles Liebe. Und natürlich ist es auch immer möglich, diesen Kanal hier mit einer Kleinigkeit zu unterstützen, beispielsweise mit einem Kaffee für eine Kaffeepause. Denn dieser Kanal hier ist sehr, sehr arbeitsintensiv und von dem her bin ich sehr dankbar für jegliche Form von Unterstützung aus dem Publikum, von den Leuten, die regelmäßig zuschauen. Und in den letzten Wochen und Monaten hat mich auch schon der eine oder andere Kaffee erreicht, auch die eine oder andere Spende, mal kleiner, mal größer. Und von dem her ist es etwas, was mir einfach auch sehr, sehr viel Freude macht. Ja, es ist nicht einfach nur ein Kaffee, es ist eine Geste, die mich von Herzen freut und die mich auch ermutigt, weiter diese viele Arbeit hier in den Kanal hineinzustecken. Weil ich einfach weiß, dass es da draußen Menschen gibt, denen das wirklich etwas wert ist. Ja, von dem her, alle Infos dazu findest du auf meiner Internetseite, den Link dazu unter dem Video. Und ich sage einfach schon mal vielen Dank und alles Liebe.